Der Inhalt dieser Kiste stammt nicht von dieser Welt. Er wird dich zu deinem Ziel führen, wo auch immer das sein mag. Dann geh, Kapitän. Plane deinen Kurs und dein Schicksal. Ich werde für die Seelen deiner Mannschaft beten. Und damit kann das Abenteuer beginnen. Wer denkt, dass er bei New World nicht auf seine Kosten kommt, hat falsch gedacht. Schon alleine die Levelphase deines Charakters bringt eine Menge Aufwand mit sich und danach geht's erst richtig los. Zuerst erstellst du dir einen einzigartigen Charakter. Dazu stehen dir eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung. Egal ob Geschlecht, Hautfarbe, Frisur oder doch eine tiefe Narbe aus vergangenen Schlachten, hier stehen dir alle Grenzen offen. Wenn du zufrieden bist, beginnt die Reise. Die ersten 200 Stunden verbringst du damit, deinen Charakter auf Level 60 zu leveln und die 12 Gebiete näher kennenzulernen. Im Anschluss wollen 17 Berufe auf Max-Level gebracht werden und wie jeder weiß, wird man in einem MMO erst mit Top Gear richtig akzeptiert. 5 Sammelberufe gestalten die Güterbeschaffung übersichtlich und einfach, egal ob Holz hacken, Erze schürfen, Kräuter sammeln, Tiere häuten oder doch unzählige Stunden am Wasser für den Fang des Lebens verbringen, hier ist für jeden was dabei. Die gefundenen Rohstoffe können im Anschluss weiterverarbeitet oder im Auktionshaus für einen schmalen Taler verkauft werden. Dadurch ist dir die Freiheit gegeben, im Spiel das anzugehen, was dir am meisten Spaß macht. Denn alles andere kann am Ende zusammengekauft werden. Mit verarbeiteten Rohstoffen können im Anschluss mächtige Rüstungen und Waffen sowie Barfood oder auch Möbelstücke hergestellt werden. Die Möbelstücke kannst du in deinem Haus zum Dekorieren benutzen. So ist selbst für die Feng Shui-Freaks unter uns einen riesen Spielspaß gegeben. Und der neue Sims-Teil wirkt, als wäre er in Zukunft überflüssig. Doch nicht nur das eigene Haus kann überzeugen. Die Welt von New World namens Eternum überzeugt durch ein extrem geiles Design und Feeling. Viele kleine Details lassen die Welt fast wie real wirken. Spieler können quasi mit allem interagieren und so kommt nie Langeweile auf. Durch verschiedene Zonen ist für alle Spieler, ob Glamour Girls oder Fantasy Freaks, immer das passende Thema dabei. Such dir deine passende Rüstung, färbe sie und werde zum Mode- bzw. Designgott. Aber auch für die Kämpfenden unter uns können verfeindete Monster überzeugen. Piraten, Skelette, Tiere oder doch Fabelwesen? In New World kannst du fast alles finden und schlachten. Doch gebe Acht auf dich. Verderbte nehmen, was einst ruhig und friedlich war, und unterjochen es ihrem Willen. Dazu reißen sie den Boden auf, überschwemmen Gebiete mit Verderbnis und verderbten Wesen sowie Bauwerken. Dabei wird die Luft von dichtem schwarzen Rauch erfüllt und alles in ein unheilvolles und unheimlich pulsierendes rotes Leuchten getaucht. Und gerade deine Aufgabe ist es, dies zu stoppen. Doch in der Welt von Eternum ist nicht nur ein Problem, was den Frieden stört. 3 Fraktionen, die Marodeure, das Syndikat oder das Bündnis, wollen die Macht an sich reißen und so kommt es oft zu Konflikten oder auch Kriegen um einzelne Gebiete. Diese werden durch Kompanien bzw. Gilden geleitet und so hast du die Chance, mit deiner Gilde die Welt von Eternum unter eure bzw. deine Kontrolle zu bringen. Eine nette Abwechslung sind Dungeons bzw. Arenen. Hier kämpfst du dich mit einer Gruppe aus dir und 4 Mitspielern durch Höhlen oder andere besondere Gebiete. Ziel ist es, einen Boss zu besiegen und gute Items zu bekommen. In Arenen hast du 15 Minuten Zeit, mit deiner Gruppe einen besonders starken Gegner zu besiegen und auch hier wirken tolle Belohnungen. Alles in allem ein super Spieltitel, wo es sich lohnt, einen Blick zu riskieren. Der Fokus liegt aktuell ganz klar auf PvP, doch auch viele PvE-Elemente lassen dich eine Menge Spaß haben. Du solltest dich nicht scheuen, mit anderen Spielern zusammenzuspielen, denn dieses Element ist extrem wichtig. Falls du einen Blick riskieren willst, wünsche ich dir viel Spaß in der Welt von New World. Berichte doch mal in den Kommentaren, wie es dir gefallen hat. Ich würde mich auch freuen, wenn du mir ein Abo auf meinem YouTube-Kanal hinterlässt, damit du kein Video mehr von mir verpasst und beim nächsten Mal dabei bist. Ich bin auch auf Twitch vertreten, schau dafür einfach kurz in meine Videobeschreibung und checke meinen Kanal aus. Wir sehen uns im nächsten Video bzw. heute Abend im Twitch-Stream. Bis dahin, euer Mottenmann.